Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ich will da noch nicht hin. Kein Boden? Was? Ist das der Anfang? Nein, es ist das Universum. Das Universum? Schon vor der Geburt Gaias Schon vor der Geburt Gaias war das Universum existent. Fürchte dich nicht, denn mit jedem Schritt wirst du der Wahrheit näher kommen. Nun schreite voran. Na, ich will noch nicht. Na, halt, stopp. Leichter gesagt als getan. Nein, ich will ja noch schauen. Ach so, so ist das gemeint. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich will halt zurück. So. Ich wollte nämlich schauen, ob es hier irgendwo eine Waffe gibt, ne? Hä? Also ist nur das wieder. Ach, Mann. Keine Waffe? Schaut nicht so aus. Na, dann gehen wir halt. Es ist nun nicht mehr eure vertraute Welt. Nicht mehr das Universum, das euch das Leben schenkte. Jetzt gilt es nur noch, die Erinnerungen des Ursprungs zu folgen. Galant, sage mir, was sind Erinnerungen? Warum besitze ich fremde Erinnerungen? Warum besitze ich Erinnerungen aus einer Zeit, in der ich noch nicht einmal geboren war? Galant, sprich zu mir. Die meisten glauben, dass Erinnerungen erst nach ihrer eigenen Geburt entstehen und sich auf ihrer eigenen Erfahrung basierend aufbauen. Jedoch macht dies nur einen verschwindend geringen Teil aus. Unabhängig davon, ob künstliches Leben oder nicht, es muss ein Schöpfer existieren, um es zu erschaffen. Und auch diese Schöpfer wurden ihrerseits von Schöpfern erschaffen. Alles Leben ist miteinander verbunden. Folgt man dem Faden, der diese Verbindung der Leben zusammenhält, gelangt man zu einem einzigen Ursprung. Dasselbe gilt auch für die Erinnerungen. Alle Existenz besteht aus ineinander verstrickten Informationen. Diese enthalten nicht nur die Informationen dieser einen Existenz, sondern die aller Existenzen. Erinnerungen gehören nicht einem einzigen, sondern entwickeln sich durch Auftürmen immer weiter fort. Die Erinnerung des nächsten Augenblicks ist gleichzeitig nicht nur die eigene, sondern die Erinnerung aller Existenzen. Man kann sagen, dass die Erinnerung selbst für die Weiterentwicklung verantwortlich ist. Die wenigsten jedoch scheinen die Erinnerung als solche zu verstehen. Unfähigkeit, in die Erinnerungen eines anderen Einblick zu erhalten. Schon das allein ist der Beweis für das Unverständnis gegenüber den Erinnerungen. Was erwartet uns am Ursprung? Die Macht über alles Leben und über all seine Erinnerungen besitzt einzig und allein das Kristall. Das Kristall. Ab hier müsst ihr den Weg allein beschreiten. Vernichtet Kuya. Wer hätte gedacht, dass dies mein letzter Wunsch werden würde? Zidane, das Kristall darf nicht zerstört werden. Sei auf der Hut. Galant, komm zurück. Galant? Und auch wenn mein Leben nur zu einem einzigen Zweck erschaffen wurde, so bin ich doch dankbar dafür, dass mir ein Leben geschenkt wurde. Ja, das ist das Kristall, von dem Galant sprach. Jetzt können wir uns nur noch selbst von der Wahrheit überzeugen. Jo, ich habe überhaupt nicht alle Waffen. Ach, die findet man alle hier. Miau.
Lalala. Lalala. Jo, jetzt sind wir dann schon beim Endgegner, ne? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Keine einzige Waffe mehr? Hä? Teleportieren kann man sich auch. Das ist ja aber schön. Ich werde mal kurz speichern. Ja. Und wohin dürfen wir uns jetzt teleportieren? Zum Eingang zurück. Ich habe eh geschweigt. Ich grüße jetzt einfach mal. Vielleicht kann man sich auch direkt hierher porten. Das wäre jetzt echt praktisch. Dann können wir nämlich noch ein paar Sachen machen. Zum einen Waffen suchen. Und zum anderen, na, man kann sich nicht teleportieren. Okay. Mhm. Mhm. Das ist gerade voll komisch. Leute, was sollen wir machen? Sollen wir die anderen Waffen noch versuchen zu finden, die angeblich hier verstreut sein sollen? Sollen wir versuchen, Hades zu besiegen? Ich wäre jetzt schon fast dafür, dass wir uns mal mit Kuya anlegen und Final Fantasy seinem Ende zufügen. Und dann, eventuell, wenn ihr noch Bock habt, eben noch versucht, Hades zu besiegen, aber da muss ich vorher noch ein bisschen leveln. Da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben, außer ihr wollt bei der Levelphase dabei sein. Jo. Ich überlasse das euch. Die Mehrheit entscheidet. Machen wir das ganz diplomatisch. So. So, ja, ja. Ich mache noch schnell den Kampf fertig und dann lade ich das Spiel nochmal. So, weil dann machen wir, würde ich sagen, gehen wir mal zu Kuya, beenden wir mal das Spiel, so wie es sein sollte, Geschichte eben. Und ich überlasse das euch, ob es euch überhaupt interessiert, ob ihr das überhaupt sehen möchtet, was denn dieser Hades zu bieten hat, weil dann muss ich noch schnell leveln gehen. Jo, also da brauche ich dann sicher Level 80. Mit Level 80 könnte ich es dann probieren. Ja. So. Passt. Da würde ich sagen. Mach Pause, ja. Was mache ich da? Ich wollte eigentlich in die Optionen, weil da kann man wieder raus, nämlich nur. Nesson, glaube ich. Nesson, ja? Kann man hier wieder raus? Ja, zum Titelbildschirm. Bitte ja. Ja. So. Dann starten wir bei Kuya. Und dann machen wir den Kuya fertig. So. Ich werde auch einen zweiten Sicherheitsspeicher machen. Fortsetzen. So. Was? Jetzt sind wir da herunten? Na! Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Hat der jetzt automatisch drüber gespeichert? Da bin ich auf Fortsetzen gegangen, ich Idiot. Ich glaube ja, ne? Nochmal. Ich bin auf Fortsetzen gegangen, ne? Macht der Gewohnheit, es tut mir sehr leid. So, nochmal. Runter, runter. Das ist jetzt, ja. Jetzt habe ich mich gerade selber erschrocken. Ich gedacht, das gibt's ja nicht. Hat das jetzt drauf gesperrt? Geht ja nicht. So. Langsam. Laden. 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 Ja, jetzt ist richtig. So.
Na gut, dann werde ich hier nochmal speichern. Allerdings auf meine zweite Steckkarte. Auf meinen Steckplatz da drüben. Ja. So. Und zwar können wir eigentlich hier drauf klatschen. So ist fein. So. Und dann gehen wir es an. Jo. Ist hier vielleicht noch eine Waffe für mich? Find Steine, wäre gut. Nö. Cool, ja. Das seid ihr ja. Ihr konntet also die vier Chaose, die ich aus dem Kristall schuf, besiegen. Aber ihr kommt leider zu spät. Schaut euch um. Seht, in welch einer Dimension ihr euch befindet und seht dieses wunderschöne Kristall vor euch. Es ist der Anfang, der Ursprung, das erste Kristall überhaupt. Hier ist die Geburtsstätte von allem. Hier hat alles begonnen. Wenn dieses Kristall zerstört wird, löst sich alles in nichts auf. Gaia, Terra, das Universum und auch ihr mitsamt euren Erinnerungen. Alles wird einfach verschwinden, zusammen mit mir. Halt die Klappe, Bruderherz. Du glaubst wohl, du kannst machen, was du willst und dann noch alle mit reinziehen? Dir werden wir nie verzeihen. Du bist derjenige, der hier und jetzt vor uns verschwinden wird. Und danach? Jetzt, wo Galant nicht mehr ist, werdet ihr das Schicksal beider Planeten nicht mehr aufhalten können. Der Baum Iphas wird völlig außer Kontrolle geraten und die Verschmelzung derers mit Gaia verheerende Folgen mit sich bringen. Natürlich werden davon alle Bewohner Gaias betroffen sein, auch eure Familien und Freunde. Was ist euch also lieber? Deine Vernichtung, Kuya. Solange noch ein Planet existiert, besteht noch Hoffnung auf einen Neuanfang. Nur weil du Probleme mit deinem Ego hast, gibt es noch lange keinen Grund, unschuldige Menschen mit reinzuziehen. Welchen Sinn und Wert hat es denn, eine Welt existieren zu lassen, in der man selbst nicht mehr ist? Aber wenn ihr so sehr euren Tod herbeiseht, dann lasst mich euch einen geeigneten Spielgefährten vorstellen. Einen geeigneten Spielgefährten. Wen denn jetzt schon wieder? Bitte? Oh, ach der. War das nicht dieser Wächter von den Spiegeln? Ich glaube, ne? Ja, ja, bin ich auch. So, wir rufen Mari. Aha, Meteor. Okay. Das läuft nicht nach Plan. Okay, der ist stark. Wenn wir Pech haben, müssen wir trinken. Ja. Der hat voll Damage kassiert. Dämonenklaue. Ja, da hat Eikolein was zu tun. Wir rufen Phönix auf der Stelle. Und hoffen, dass das hilft. Dann brauche ich... Quatsch. Unbedingt ein Elixier für die Eikolein.
spät. Boah, das geht sich nie aus. Das kriege ich nie hin. Das sind wir echt schon zu schwach. Ich hab's befürchtet. Ich habe es befürchtet. Level 70, 75, sowas hatte ich immer. Jo, dann habe ich Kuja gerade so besiegen können. Das Herz schlägt vor Aufregung. Da bin ich auch so ruhig. Ja, ja. Vor Aufregung ist vielleicht falsch, eher vor Spannung. Level 5 kommt. Wie schön. Boah. Ich hab das gewusst, dass das passiert. Ja, ja, genau. So. Ja. Muss ich schauen, ob die Steine aufs Maul kriegen. Weil tot, ja, wer bekommt's? Ah, Mimi. Okay. Ja, das Engelchen. Aha, falsch. Ich wollte ein Heilzeichen Erzengel geben. Das ist natürlich wirkungslos. Das ist wirkungslos. Ja, ja. Krieg ich mal Heilung dafür. Das war ein Fake von mir wieder. Jawohl, jawohl. So ist ja. So, dann stirbt Steiner auch weg, ne? Ja, jetzt kannst du Erzengel machen, meine Güte. Jetzt passt. So, die Steine zuerst, würde ich sagen. So. War so klar. Das nächste Erzengelchen für Mimi. Weiter spitzen. Peitsche, Peitsche, Peitsche. So, die S-Magie. Da, wenn es gut läuft. Einmal heilen. Trance. Steiner ist sauer. So. Feuiger. Ihr habt Thanatos besiegt. No gut, ihr wolltet es nicht anders. Dann kommt der große Meister. Wir sind ganz schön angeschlagen. Jo. Jo, wir kriegen keine Punkte, gar nichts. Dunkelschweif kriegen wir noch. Und fast 9000 Skill. So. Ich geh mal kurz raus. Solange wir das noch dürfen. So. und werde zelten. Richtig. Wenn ihr euch wirklich dafür auch entscheiden tut, solltet, dass wir Hades besiegen sollen, also den einen Kerl, den wir jetzt, glaube ich, im letzten paar zweimal probiert haben, muss ich einkaufen gehen. Vorher. Also nicht im Real Life, sondern hier. Also Zelte kaufen, Heilgeschichten kaufen, also so. Nesson, ne? So, warte. Ja. Hier kann man es drauf speichern. Jo. Passt, fertig. Jo, da muss ich eben solche Sachen kaufen. Tünen. Und
Und dann können wir ein Hades besiegen. Müssen wir halt leider den ganzen Weg von unten nach oben wieder harnschen und laufen. Geht leider nicht anders. Aber das ist, glaube ich, das können wir schon. Nicht nur die Chaos, sondern auch noch Thanatos. Meine Seele ist auch dem Untergang geweiht, aber ich will ein guter Gastgeber sein und euch erst den Weg in den Tod weisen. Dann soll einfach alles sich ins Nichts auflösen. Ja. Jo, jetzt dürfen wir gegen einen vierfachen Super Saiyajin kämpfen, ne? Schauen, ob wir es überhaupt überleben. Oder ob wir schon nach einem Schlag hin sind. Na gut, so gut wie hin. So gut wie hin. Jawohl. Schaden wieder fast kein. Sauber. Ist saugen. Oh, da war jetzt kein Funkel, ne? Och Mensch. Heiligenrobe. Okay. Zidane ist auch gleich wütend. Ich glaube, das ist für ewig, ne? Ah, es trifft nur einen. Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt. Zidane ist jetzt richtig sauer. War das jetzt... Hat jetzt kein Funkel drauf? Ich sehe es gerade nicht. Diebstahl fehlgeschlagen. Oh doch, Bibi. Schlecht. Verschwendete Heilung. So ein Mist. Ja, bau. Wusch. Sanctus. Heilige hätte vielleicht die Räuberseele einsetzen können bei den anderen Gegnern, um die Genshi-Rüstung zu vervollständigen. Naja. Mimi ist hier echt fehl am Platz, ne? Hey, die Aiko. Sauerei. Ah, Kuya leuchtet nicht mehr. Das heißt, Bibi kann draufhauen. Reflekt. Na, er kann nicht mehr draufhauen. Scheiße. Gerade ist... Boah, ey. Das ist so nervig.
ja. Das kann ich nicht mehr gegenhalten. Das ist schon vorbei. Es wäre halt echt schön, wenn Phoenix als zweite Fähigkeit wieder zum Heilen hätte. Ne? Dass er dann wieder mit dem Kampf und schaut nicht sonderlich gut aus für uns. Ja, die Leben sind auch recht wenig. 3000 ist halt echt nichts, ne? Gar nichts. Das ist echt wenig. Und Vivi ist leider Gottes, dadurch, dass wir so viele Refleck-Geschichten haben, recht unnütz, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mich jetzt auch ein bisschen traurig macht, aber da werde ich Vivi austauschen müssen gegen... Ja, gegen wen? Ist die Frage. Ich denke mal, ich werde Lilly nehmen. Hä? Falsch. Was mache ich da? So, Gruppenmitglieder wechseln. Jo. Vivi, es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, da werden wir, weil sie auch heilen kann, die Lilly nehmen müssen. Zumindest bin ich mit der Aufstellung letztes Mal recht gut davon gekommen. Jo, anlegen. Die Aiko hat Engelsflöte. Hat sie jetzt eine neue? Na, die hatte sie schon. Ah, Priesterstab. Na, Engelsflöte wird behalten. Die Lilly. Magierrute wie Gras. Sehr gut. Jetzt lernt sie das endlich auch. Warte, gibt es vielleicht irgendwie irgendwas von Wert? Ich würde sagen, no. Nehmen wir mal die böse Mütze. Okay, vielleicht gibt es da auch noch was Besseres. Vielleicht den Jugendkittel. Vielleicht haben wir da auch noch was Besseres. Latex-Toga. Ja, geh raus. Anfeuern, gut, den braucht sie noch. Die Aiko, habe ich da schon durchgeschaut? Und schauen, ob es was Besseres gibt, das sie brauchen könnte. Die brauchen könnte vor allem.
dunkel gewandt. Naja. Elfenohrring. Mal kurz kratzen. So. Ich weiß es gerade nicht. Keine Ahnung. Was da für uns gut wäre. Ich lasse es vielleicht mal so. Der gute Steiner. Tatsächlich, wir haben alle Genshi-Geschichten, alle drei. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass das hier kommt. Ich ziehe sie mal an. Das ist nämlich auch ein Erfolg, dass du alle drei hast. Boah, alles schlecht. Gut, und dann, ja, müssen wir leider im nächsten Part trainieren gehen. So, wieder unser Speicherritual. Ja. Dann würde ich sagen, werden wir auch gleich von unten beginnen und wieder durchrauf marschieren. Würde ich jetzt vorschlagen. Ja. Dann können wir eventuell noch nach den anderen Waffen suchen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht droppen ein paar dieser Hades und so, ne? Eventuell. Was jetzt nicht besonders beruhigend ist, aber wenn wir eh schon beim Leveln sind. Vielleicht sind wir dann zufällig gerade so stark genug, um diesen Kasperl zu besiegen. Da gibt es, glaube ich, noch drei. Und die sind dann hintereinander quasi so irgendwie. Und dann, ja, glaube ich, kriegt man zum Schluss irgendwas Tolles. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Muss ich nochmal nachlesen. Oh, Entschuldigung. Ja, den mache ich dann noch schnell fertig. Ja, dann hören wir auf. So. Aha. Eine Erinnerung oder was? Das trifft sich aber gerade gut, wenn der hier ist. Bam. Ach so, warte. Blitz wäre hier gut, ne? Das ist ja der Aquaton. Klauen, glaube ich, das ist. Dann die Magie. Und natürlich Attacke. Ram. Lieber Tonnergott. Mach ihn platt. Okay, das war schwach. Neue Rose kommt da. Aha. So, Migra. Jetzt kann ich nämlich auch. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir zwei Spitzenheiler dabei. Oh ja. Okay, sie lebt noch. Ah, Steiner heilt sie mal. Wasser ist sein Element. Sehr gut. So. Und schön weghauen. Nanu? Der braucht aber schön lang, ne? Dazu geht er wie ein Eiswürfel. Sehr gut. Bravo. So. Du kriegst nur AP? Echt? Keine Erfahrungspunkte? Nein. Okay, dann ist hier perfekt, um Fähigkeiten zu lernen und zu leveln. Ja, das, ja, muss man wissen, ne? Gut, wir speichern es nochmal und jetzt machen wir wirklich unser Speicherritual. Also, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!